Stell dir das mal vor. Wenn es jemandem gelingt, die gesamte DNA im menschlichen Körper zu entwirren, würde sie sich auf etwa 10 Milliarden Meilen ausdehnen. Mach dir mal die Rechnung. Das ist doppelt so weit wie die Entfernung von der Erde bis zum Pluto. Und das ist nicht das einzige Erstaunliche, zu dem unser Körper fähig ist. Billionen von Nervenverbindungen versorgen ihr Gedächtnis nonstop. Laut Studien können die meisten Menschen nach dem Betrachten von 2.500 Bildern für nur 3 Sekunden mit 92% Genauigkeit erinnern, ob sie diese Bilder gesehen haben. Wow! Dein Körper leuchtet. Er sendet winzige Mengen an kaum sichtbarem Licht aus. Dieses Leuchten ist das Produkt von biochemischen Reaktionen, die in deinem Organismus ablaufen. Das Licht nimmt im Laufe des Tages zu und ab. Aber obwohl es sichtbar ist, kannst du es mit bloßem Auge nicht erkennen. Von 1 bis 6 Pfund ihres Körpergewichts besteht aus Bakterien. Und von 100 Millionen bis zu 1 Milliarde Bakterien können auf nur einem Zahn in ihrem Mund leben. Es ist unmöglich, dein Essen ohne Speichel zu schmecken. Denn die Chemikalien in deinem Essen müssen sich erst in deinem Speichel auflösen, bevor sie von deinen Geschmacksknospen erkannt werden können. Auch wenn es wie ein Mythos klingt, zu viele Karotten zu essen kann tatsächlich ihre Haut orange färben. Karotten enthalten hohe Mengen an Beta-Carotin. Das ist ein Stoff, der Carotinämie verursachen kann. Wenn Sie zu viel von diesem Stoff im Blutkreislauf haben, wird es sich in Bereichen des Körpers mit dickerer Haut ansammeln. Ich spreche hier von den Fußsohlen, Knien, Ellenbogen, Handflächen und sogar bestimmten Bereichen um Ihre Nase. Aber keine Sorge, dieser Zustand ist nicht gefährlich. Sie können ihn leicht umkehren, indem Sie die Menge der von Ihnen verzehrten Lebensmittel, die Beta-Carotin enthalten, reduzieren. Die Kinnmuskulatur, wissenschaftlich als mentales Muskeln bekannt, sieht ziemlich kurios aus und löst bei uns gemischte Gefühle aus. Schau dir nur diese gruseligen kleinen Tentakel an. Und doch ermöglichen sie uns, alle möglichen Gesichtsausdrücke zu erzeugen, die die Lippen, das Kinn und die Wangen betreffen. Und ja, sie sind die Übeltäter. Hinter diesen merkwürdigen Falten und Rissen auf der Haut deines Kinns. Alles, weil diese Muskeln nicht an sich selbst ziehen, sondern an der Haut. Menschen können ohne einige Organe leben und ein normales Leben führen. Der menschliche Körper besteht aus einzelnen Organen und solchen, die paarweise vorkommen. Und was letztere betrifft, benötigen sie nur eines von diesen, um zu überleben. Dein Dünndarm ist eigentlich gar nicht so klein. Er ist größer als du und misst etwa 7 Meter. Die Hornhaut, diese transparente Frontabdeckung auf ihren Augen, hat keine Blutversorgung. Stattdessen erhält sie Sauerstoff direkt aus der Luft. Menschen entwickeln ihre einzigartigen Fingerabdrücke sehr früh im Leben, wenn sie noch Embryonen sind, gerade mal 3 Monate nach der Befruchtung. Übrigens, selbst wenn Fingerabdrücke stark beschädigt werden, neigen sie dazu, in ihrem ursprünglichen Muster nachzuwachsen. Alle Menschen werden mit einem Tauchreflex geboren. Er kann aktiviert werden und Körperfunktionen abschalten, wenn man ertrinkt oder im Wasser untergetaucht ist. Das menschliche Gehirn ist keineswegs glatt. Aber wenn sie sich entschieden, all diese Falten, die es bedecken, zu glätten, hätte das Gehirn die Größe eines Kissenbezugs. Aber nicht so nützlich. Neugeborene Babys blinzeln nur 1 oder 2 Mal pro Minute. Zum Vergleich, ein Erwachsener blinzelt innerhalb der gleichen Zeit mindestens 10 Mal. Unsere Lungen sind die einzigen Organe, die auf Wasser schwimmen können. Das liegt daran, dass sie aus rund 300 Millionen ballonähnlichen Strukturen bestehen, die als Alveolen bekannt sind. Außerdem sind unsere Lungen, selbst wenn wir vollkommen gesund sind, nie vollständig keimfrei oder steril. Deine Nase ist ein Superheld. Sie ist dein ganz persönlicher Heizkörper, Filter und Luftbefeuchter. Dieses Organ ist mit winzigen, knochenähnlichen Regalen namens Turbinaten ausgekleidet. Sie enthalten Blutgefäße, die in der Lage sind, die Luft zu erhitzen, und Becherzellen, die dazu beitragen können, die Luft zu befeuchten. Außerdem wird die Luft, die du einatmest, in deiner Nase gefiltert, bevor sie weiter zu deinen Lungen gelangt. Jedes Mal, wenn sie etwas essen, bewegt sich ihre Speiseröhre, das Organ, durch das ihre Nahrung zum Magen gelangt, in einer Reihe von wellenartigen Kontraktionen, die die Nahrung vorwärts schieben. Dies ist bekannt als Peristaltik. Es besteht eine Verbindung zwischen ihrem Verdauungssystem und ihrem Gehirn, die Darmhirnachse.
Deshalb können Stress oder Gehirnprobleme die Art und Weise beeinflussen, wie ihr Körper Nahrung verdaut. Auch wenn Schluckauf in der Regel harmlos ist und sich nach ein paar Minuten von selbst löst, ist er nicht gerade angenehm. Deshalb sollten Sie wahrscheinlich wissen, dass er aufgrund von Temperaturänderungen auftreten könnte. Die Dichte Ihres Gehirns nimmt im Laufe Ihres gesamten Lebens zu. Das liegt daran, dass ständig neue neuronale Verbindungen entstehen. Sie erscheinen, weil sich die Struktur des Gehirns ändert. Wenn Sie nicht niesen wollen, drücken Sie mit den Fingern auf die Haut auf der Brücke Ihrer Nase. Wenn Sie das tun, erhält Ihr Gehirn ein Alarmsignal. Sehr schnell legt es die Bremse auf alle anderen Prozesse, einschließlich des Niesreflexes. Übrigens, Studien haben herausgefunden, dass Niesen eine Art Reset für Ihre Nase ist. Ein Niesen startet die Zellen, die die Innenseiten Ihrer Nase auskleiden, neu. Sie werden Zilien genannt. Der Teil Ihres Gehirns, der für das Sehen verantwortlich ist, befindet sich im Hinterkopf. Interessanterweise steuert die rechte Gehirnhälfte das Sehen auf der linken Seite und umgekehrt. Wenn Sie sich an einem lauten Ort befinden, zum Beispiel in einem Club oder auf einem Konzert, schließen Sie Ihre Ohren, um Ihre Freunde besser zu hören. Drücken Sie den Tragus, das ist der spitze, mit Haut überzogene Knorpel vor dem Gehörgang, in Ihr Ohr. Drehen Sie dann dieses Ohr in Richtung Ihres Freundes. Im Durchschnitt erreicht, wenn eine Person schnarcht, der Ton nicht mehr als 60 Dezibel. Das ist so laut wie ein normales Gespräch. Manchmal kann jedoch der Geräuschpegel 80 Dezibel erreichen. Das ist so laut wie ein arbeitender Lebensmittelmixer. Genau wie Salamander ihre Schwänze nachwachsen lassen, könnten Menschen in der Lage sein, Knorpel zu regenerieren. Das ist der gummiartige Stoff, der deine Gelenke umgibt. Wissenschaftler haben kürzlich entdeckt, dass Knorpel sich selbst reparieren könnte. Dieser Prozess dürfte am effektivsten am Fußgelenk sein, weniger effektiv im Knie und am wenigsten effektiv in der Hüfte. Wenn eine Person an Anosmie leidet, auch Geruchsblindheit genannt, kann sie Gerüche nicht unterscheiden und wahrnehmen. Ihre Augen hören nie auf, sich zu bewegen, während sie visuelle Informationen aufnehmen. Andernfalls könnten Sie das ganze Bild nicht sehen. Diese Bewegungen bleiben unbemerkt, weil Ihr Gehirn ein großartiger Videoredakteur ist. Es stabilisiert die Bilder und verbindet Unmengen von Fragmenten zu einem fließenden Video. Die Leber ist das einzige menschliche Organ, das sich vollständig regenerieren kann. Selbst wenn es nur 25% des ursprünglichen Lebergewichts sind, kann das Organ wieder seine volle Größe erreichen. Dein Mund brennt, wenn du Ananas isst, weil während du diese Frucht isst, sie dich zurück isst. Sozusagen. Ananas ist das einzige bekannte Lebensmittel, das Bromelain enthält. Das ist ein Enzym, das Proteine abbaut. Glücklicherweise weiß deine Magensäure, wie sie mit dem störenden Enzym umgehen kann. Wir haben Bakterien, die in der Lage sind, Strom in unserem Darm zu erzeugen. Diese Bakterien geben Elektronen ab und erzeugen dadurch winzige elektrische Ströme. Dies könnte eine Möglichkeit für die Bakterien sein, Energie zu erzeugen. Déjà-vu könnte tatsächlich so etwas wie eine Verzögerung in der Gehirnverarbeitung sein. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass es passieren könnte, wenn Ihr Gehirn Informationen von einem Teil zum anderen verschiebt. Wenn es auch nur die geringste Verzögerung in diesem Prozess gibt, wird Ihr Gehirn die gleiche Information zweimal erhalten. In diesem Fall wird es sie als ein Ereignis verarbeiten, das bereits passiert ist. Die Mutation des DEC2-Gens ermöglicht es Menschen, nur wenige Stunden pro Nacht zu schlafen und sich trotzdem großartig zu fühlen. Sie werden nicht müde und schlafen nie aus. Im Durchschnitt wachen diese Menschen um 4 oder 5 Uhr morgens auf. Nicht mehr als 5% der Weltbevölkerung haben dieses Merkmal. Ihre Ohren könnten knacken oder sogar schmerzen, wenn Sie in einem Flugzeug sind. Sie können dieses Problem einfach lösen, indem Sie Kaugummi kauen. Dies öffnet die eustachische Röhre, einen kleinen Durchgang, der Ihren Hals und Ihr Mittelohr verbindet. Die Öffnung dieses Durchgangs hilft, den Druck in Ihren Ohren auszugleichen und das Knacken zu beenden. Sie können auch gähnen, um die eustachische Röhre zu öffnen. Ihre Füße werden wahrscheinlich im Laufe der Zeit größer, genau wie Ihre Nase. Und Ihre Ohren. Wenn Menschen älter werden, schwächen sich die Bänder und Sehnen in ihren Füßen. Dies macht die Fußgewölbe flacher. Und die Füße werden breiter und länger.